sonnig und warm draußen, allerdings gibt es Schlierenwolken. Nicht so warm wie gestern. 29 Grad soll es jetzt werden. Sieht einigermaßen sonnig aus. Der Fox Grove Park ist angesagt. Der Wasserstand ist so hoch, wie er bisher noch nicht war. Ja, was machen die Fischis? So, kriegen wir erstmal ein bisschen Futter, dann weiß ich auch, was abgeht. Und dann fahre ich mal zum Fox Grove Park, ob ich die Waders ansehe oder die Wading Socks. Das Problem ist bei dem hohen Wasser im Fox Grove Park ist natürlich, dass da so viel Unrat und Dreck runterschwimmt, dass ich wahrscheinlich trotz der Wärme die Waders mal anziehe und mal nach hinten laufe. Es ist, ich glaube, zu hoch, dass da irgendjemand weiter hinten sein kann. Köderfischen ist natürlich sehr, sehr, sehr schwierig zu kriegen. Und Striper so früh am Tag sowieso nicht, wir haben erst 2:30. Deswegen nehme ich wahrscheinlich nur die kleine Köderfischrute mit, ein paar Maden, das Netz und den Ködereimer. Ja, und gucken uns da einfach mal um. Also, machen wir uns mal fertig und auf geht's. Ja, die ist immer noch einkaufen, fast 2:30 schon. Allerdings immer noch 1-2 Stunden früher, als ich sonst zum Park fahre. Ich werde von der Brücke mal den Wasserstand checken und dann einfach Wading Socks oder Wading oder die ganzen Warthosen, eine komplette Warthose anziehen, was wahrscheinlich besser ist. Super windig, 29 km/h, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja. Aber gut, ich muss raus, es ist 28 Grad. Maden habe ich mit. Kleine Spinnenrute, Madenrute. Das ist der Plan. Mal sehen. Ganz schön was los im Park. Es kommen immer mehr. Und ja, der Wasserstand ist, glaube ich, nicht so hoch. Von daher werde ich wahrscheinlich die Wading Socks anziehen. Ansonsten, gehe ich kaputt bei 29 Grad. Also, auf geht's. Der Wind halt. Aber es fühlt sich auf jeden Fall wesentlich angenehmer an. Kurze Hosenhand zu haben. Anstatt die Weh, dass die bis über die Brust gehen. Und da staut sich die Luft. Mit denen kann ich jetzt auch zumindest bis zu den Shorts ins Wasser. Ja, hier kann man sehen, dass das Wasser auf jeden Fall höher ist als normal, aber ja, der ganze Weg ist noch frei. Bei weitem nicht so, wie ich gedacht habe. Das Wasser ist zwar höher, aber bei weitem nicht so hoch, wie gedacht. Hier hat einer mit Krabben geangelt. Die sind sogar noch feucht, also relativ frisch. Ja, mit denen geht man normalerweise auf Steelhead. Naja, ich fange mal an, ein paar kleine Fischchen zu fangen. Mal gucken. Es ist ganz schön windig. Hört man wahrscheinlich auch im Mikrofon. Wasserglas klar. Von daher, Meerwasser kommt jetzt nicht rein. Kinder überall, Boote. So, die Pfütze ist wieder da. Und zieht sich wieder den ganzen Weg hier lang. Ist natürlich wieder voller Fischchen. Hier sieht man wieder gut, wie hoch das Wasser ist. Ziemlich windig. Einiges an kleinen Fischchen habe ich schon. Also der Kollege, der hier gerade noch war, also die Insel komplett unter Wasser und auch davor die Steinebene, wo ich noch Sachen abgelegt habe das letzte Mal, auch unter Wasser. Der meinte, der hat hier gerade einen 5 Pfund Barsch gefangen. Das wäre natürlich ein neuer Rekord für mich und der hätte 6 fette Barsche hier stehen sehen. Oh, da sind sie. Und das wäre natürlich mein neuer Rekord. Mal sehen. Also einen Barsch habe ich nicht bekommen, nur gesehen. Das ist einfach, der Wasserstand ist einfach zu hoch. Es ist einfach viel zu windig. Der Wind kommt genau von vorne da. So, jetzt gehen wir nochmal zurück in die Mitte, wenn er frei ist. Versuchen nochmal mit Marder zu fangen. Ansonsten geht's ab nach Hause. Die Sonne brennt mir ganz schön aufs Hirn. Und es ist halt einfach zu windig. Nervig.
keine Ahnung, wie viel Uhr wir haben. Die Sonne steht noch relativ hoch. Es ist einfach zu windig. Und ja, ab nach Hause. Hier, kann man, hier steht man einfach überall im Wasser. Und ja, meine Füße haben genug im Wasser gestanden, die letzten 2-3 Stunden. Genug kleine Fischchen habe ich, das war das Hauptziel. Eigentlich wollte ich mit der Made angeln, ist einfach zu windig. Und die mittlere Stelle ist besetzt, da sind 5 Leute. Ja, und das bringt nichts. Also ab nach Hause. So, ich bin fast am Parkplatz. Gut gefüllt. Ich habe gar niemanden am Fluss gesehen. Aber hier vorne, wo man, ob nun Hochwasser ist oder nicht, immer rankommt, da sind sie auch überall. Oh, super warm immer noch. 20 vor 7 haben wir erst. Und ich sag bereits auf Wiedersehen zum Fox Grove Park. Die meisten, was heißt die meisten? Es kommen natürlich noch immer welche. Wir haben immer noch 28 Grad hier. Das heißt, bei uns zu Hause ist es wahrscheinlich immer noch 30. Hier sind wir 2 Grad kühler. So, tanken muss ich eigentlich noch. Gucken, was da los ist. Ja, es war mal wieder nichts. Gut, kleinen Fischen habe ich. Boah, ist das warm. With Pay Media, you have the power to fuel success. With Pay Media, you have the power to fuel success. Ja, das läuft hier durchgehend. With Pay Media, you have the power to fuel success. Boah, während des kompletten Tankvorgangs läuft nicht nur von oben Gedudelmusik, sondern auch with Pay Media, you have the power of success. Durchgehend. Naja, ich habe auf jeden Fall 12,5 Gallonen bekommen für 30 Dollar. Das ist ziemlich gut. 2,39. Nice. So, ich bin wieder zu Hause. Liane ist nicht da, aber die geht ja auch davon aus, dass ich wie üblich um 9 Uhr vom Fox Grove Park komme. Aber ja, ging halt nichts und draußen wird es dunkel. Sonnenuntergang gibt es heute wahrscheinlich nicht. Ich habe der Liane nochmal Pfefferminze mitgebracht, denn da gab es büscheweise im Fox Grove Park Pfefferminz. Die neuen Köderfischchen habe ich erstmal hier reingetan in den Eimer. Und da ich ja so einen Doppelbubbler habe, habe ich da Bubbles reinmachen können. Ich habe gerade schon nochmal die GoPro in den Tank gesetzt und geguckt, ob es noch hell genug ist. Habe ein paar Maden gefüttert. Also wenn es hell genug war, habe das Video gesehen und wenn nicht, dann morgen. So, Hunger habe ich ohne Ende. Aber das wird wahrscheinlich vor 9:30 nichts, denn wie gesagt, die Liane erwartet mich nicht so früh zu Hause. Jetzt gehe ich erstmal duschen. Ich habe, glaube ich, mit meinem ganzen kompletten linken Arm mal in Brennnesseln gepackt. Der brennt zumindest genau so. Das ist ja mal witzig. Gerade ist der Strom ausgefallen, und zwar in der kompletten Siedlung. Die Leute, laufen jetzt überall draußen rum mit ihrer Taschenlampe. Ja, und hier geht gar nichts. Einfach alles aus. Kühlschrank aus. Internet weg. Liane immer noch nicht da.
Und ich glaube, die Liane, die kommt auch gar nicht hier rein jetzt, weil das Gate, das ist ja auch elektrisch. Und dann kommt die hier nicht rein. Ja, mittlerweile haben wir 9:30. Ich kann noch nicht mal auf die Uhr gucken, weil die Uhr ja auch Strom braucht. Ja, fantastisch. Hunger ohne Ende. Glenn kommt nicht ran. Jetzt auch noch der Strom weg. So, ich weiß nicht, wie gut die Videoqualität ist. Denn seit einer Dreiviertelstunde sind wir im Dunkeln. Liane hat Hühnchen gekauft. Und zwar eins dieser super billigen, die man eigentlich nicht essen sollte. Ja, wir haben hier zwei Campinglampen aufgestellt, die uns ein bisschen Licht machen. Und da gibt es jetzt ein vorgewärmtes Hühnchen vom Supermarkt. Garlic Herb. Knoblauch. Ja, Kräuter-Knoblauch-Hühnchen. Auf Brot. Und die ganze Siedlung ist immer noch dunkel. Oh Mann. Mittlerweile 20 vor 10 oder so. Ich weiß es nicht. How do we get to them? So, nach einer knappen Stunde. Der Strom ist wieder da. Google springt an. Wir hatten da eine Campinglampe und da eine Campinglampe an den Haken gehängt. Und ja, das war fast ausreichend. Aber jetzt haben wir Internet. Der Kühlschrank läuft wieder. Alles gut. Der Filter. Alles gut. Perfekt. Jetzt wird weiter am Hühnchen gegessen. Kurz nach 3 bereits. Mann, das war ein komischer Film, den ich da geguckt habe. Kühlt langsam runter. Sehr schön. Guy habe ich gesprochen. Mein Bruder, der hat heute Geburtstag. Dem geht's gut. Ja, morgen, was morgen geht. Weiß ich nicht, ey. Ich muss mit dem Training anfangen, aber das sage ich jeden Abend. Muss ich echt machen. Unbedingt.